Trotzdem scheint er nicht so recht in Schwung zu kommen. Die anderen Fahrer haben sich schon auf den Weg gemacht, aber Rabel steht immer noch da und kickt. Die nächsten Fahrer kommen schon, aber Rabel kickt. Eigentlich noch kein Grund, nervös zu werden, sind doch gerade erst einmal 30 Sekunden vergangen. Aber langsam und unerbittlich rinnen die Sekunden davon. Seien Sie zu Hause unbesorgt, dieser Fahrer ist mittlerweile schon gehörig ins Schwitzen gekommen. Was er dabei in seinen Helm murmelt, wissen wir nicht genau. Aber können uns vorstellen, dass es unter keinen Umständen den Rundfunkrat erfreuen würde, wenn wir ein Helmmikrofon hätten. Jetzt erfolgt der Start für die nächste Gruppe. Und damit ist auch die Minute für Rabel vorbei. Und er muss den Startplatz mit den ersten 20 Strafpunkten im Gepäck räumen. Um es vorweg zu sagen, Rabel erreicht das Ziel auch nicht mehr. Nachdem er das Motorrad doch noch zum Laufen bekommen hat. Nach der zweiten Sonderprüfung muss er schließlich aufgeben. Nach den kleinen Viertaktern mit einem Hubraum von 400 Kubikzentimeter kommen jetzt die großen Viertakter mit mindestens 500 Kubikzentimeter an den Start. Hier im Bild Caritia Ihnen. Der Finne war schon mehrere Male Enduro-Weltmeister und mit deutscher Lizenz ausgestattet auch schon zweimal deutscher Meister. In diesem Jahr startet er auf KTM. Keine Frage, er bewältigt die Startprozedur ohne Probleme. Ole Fleischer dagegen kommt auch mit Jock nicht so richtig in Schwung. Und so ergeht es ihm genau wie Rabel und er hat die ersten 20 Punkte auf seinem Konto. Wir folgen ihm noch ein Stück und nehmen seine Bemühungen zur Kenntnis, aber die Dame aus Varese scheint heute einfach nicht zu wollen. Als er dann aber doch noch fahrenderweise den Platz räumt, zeigt die Kirchturmuhr 20 Minuten nach 8 und für uns wird es Zeit, den gepflasterten Marktplatz zu verlassen und uns auf den Weg ins Gelände zu machen. Dort, wo sich eigentlich der ursprüngliche Teil eines Enduro-Laufes
Zügig geht es hier zwischen den Bäumen hindurch, offensichtlich keine besondere Schwierigkeit. Aber keine Sorge, das ist lediglich der Auftakt und die Einstimmung zu dem, was da noch kommen wird. Falsch gedacht. Hier geht es nicht zur ADAC-Zentrale nach München, hier entlang geht die Streckenführung für die Offroader. Immerhin 80 Kilometer beträgt eine Runde, die insgesamt dreimal zu fahren ist. Und langsam wird das Gelände ein wenig anspruchsvoller. Die ersten Spuren lassen schon erahnen, was da noch auf die Fahrer zukommen wird. Und siehe da, es wird nässer und tiefer und so langsam fangen die ersten Probleme an. Ein profates Mittel gegen solche tiefen Spuren ist es, die Spuren zu kreuzen, also zickzack fahren, damit die Räder gar nicht erst in die tiefen Spuren reinrutschen. Das geht zumindest so lange gut, bis sich auch dort neue Spuren eingegraben haben. Übrigens ist es kurz nach 9 Uhr und was hier zu sehen ist, ist immer noch die erste Runde. Und jeweils derer drei sind von den insgesamt 400 Fahrern zu absolvieren. Und die Spuren werden dabei keineswegs besser. Während hier noch mit der 21 Sven Tappert den Modder vor sich herschiebt, kommt nach ihm schon einer der besten B-Lizenzfahrer mit der Startnummer 33, Mike Burkhardt, auf der 125er Gasgas. André Decker mit der Startnummer 41 dreht hier schon vehement am Gas. Er wäre aber sicher besser beraten, etwas weniger ungestüm loszulegen. Das ist besser für Kolben und Kondition. Als er dann fast schon unserer Kamera entfleucht ist, quittiert seine KTM dies dann auch mit einer Arbeitsverweigerung. Sind wir an der zweiten Zeitkontrolle angekommen. Es ist erst 10 Uhr, aber die ersten Fahrer haben bereits Verspätung gegenüber ihrer Sollfahrzeit. Nicht alle kamen so gut durch wie die, die wir in den letzten Minuten noch beobachtet hatten. Direkt hinter der Zeitkontrolle geht es über eine nasse Wiese. Naja, Wiese soll das mal gewesen sein.
Mittlerweile sieht es mehr aus wie eine waschechte Schlammpassage. Die besonderen Tücken dieser tiefen Spurrillen verdeutlicht uns hier sehr eindrucksvoll Thorsten Eckhardt mit der Startnummer 79. Irgendwann geht nämlich mit reiner Motorkraft gar nichts mehr, weil bereits der Rahmen aufsetzt. Dann ist der Fahrer gefordert und möglichst auch ein paar Helfer. Ansonsten standen aber nach unseren Eindrücken viele der Fahrer mit dem Regelwerk auf Kriegsfuß. Und somit sah sich mancher, dessen fahrerisches Potenzial eigentlich ausreichend war, weiter hinten in den Ergebnislisten, nur weil er seine Hausaufgaben nicht gemacht hatte. Für alle, die es betrifft, noch einmal zum Auffrischen. Jeder Fahrer hat plus minus eine Minute Karenzzeit und könnte es sich eigentlich leisten, bis zu einer Minute zeitiger oder später in die Zeitkontrolle zu fahren. Hält er dieses Limit nicht ein, gibt es Strafpunkte. Auf jeden Fall muss er aber die Minute an der nächsten Zeitkontrolle zu seiner Sollzeit dazurechnen oder abziehen. Nichts geht mehr, was beim Roulette so viel heißt, wie dass alle Einsätze gemacht sind, heißt an unserem Wiesenstück, dass nur mit zusätzlichem Einsatz einiger Helfer überhaupt noch etwas zu bewegen ist. Also, das Motorrad erst hinten herausheben, dann vorne. Aber wie immer, was sich in der Theorie so einfach anhört, ist in der Praxis alles etwas anders und vor allen Dingen auch dreckig und schlammig, wie man am lebenden Objekt gut beobachten kann. Stellvertretend für viele sei diesem Fahrer gesagt, die weißen Fahnen kündigen eine Zeitkontrolle an, während grün die Tankzone bis 20 Meter vor der Uhr markiert. Und wer sich im Zeitdruck befindet, hat die Möglichkeit nach der Uhr im Bereich bis zur grünen Fahne zu tanken. Zu guter Letzt, die blaue Fahne kündigt eine Durchfahrtskontrolle an, bei der jeder Fahrer einen Stempel erhält. Zu spät. Wollt nicht? Ja. Wie viel denn? Zeit irgendwie. Und die anderen? Aus der Gags alle. Ja. Hast du noch andere Minuten? Nee. Drei Stück? Drei so, Minuten? So ist dein anderen Biss, hä? Drei Minuten? Ja. Ich bin irgendwie hinfallen. Hier gibt's gleich Schlappung. Wir kennen inzwischen dieses Schlammloch, Holger Kalinowski aus Nürnberg aber offensichtlich noch nicht. Wir sind aber sicher, dass er es so schnell nicht wieder vergessen wird. Manchmal hilft nur ein gut gemeinter Rat, die richtige Spur auszuwählen. Das Problem vom Vordermann wird ganz schnell zum eigenen. Wenn der Vordermann steckt, dann geht es auch für den Fahrer dahinter nicht mehr weiter. Also gleich raus aus der Spur und einen neuen Weg gesucht. Einmal zur Erinnerung, wir befinden uns immer noch in der ersten Runde und der Wettbewerb dauert noch lange an. Doch decken wir lieber den Mantel des Vergessens über diese Bilder und wenden uns gleich wieder den Spitzenfahrern zu. We'll be right back.
Motocross-Strecke des MSC Dahlen. Hier werden die eigentlichen Entscheidungen ausgetragen. Hier gilt der Kampf gegen den unbarmherzig wandernden Sekundenzeiger der Uhr. Und hier dominiert an diesem Tag Lubomír Vojkovka, der Tscheche. Den ersten Durchgang in der ersten Runde hatte er schon souverän gewonnen. Hier in der zweiten Runde ist er zwar langsamer als beim ersten Mal, aber das liegt an der Strecke, die von Fahrer zu feuchter wird und immer schlechter zu befahren ist. Am Ende reicht es für den Mann auf der MotoTM sogar für einen Tagesgesamtsieg. Er wird bester Teilnehmer aller Klassen. Nach dem deutschen Meister von 1996 in der 400er Viertaktklasse, Ottokar Kotoba, mischt sich hier noch ein Fahrer der Zweitaktklasse unter das Viertaktfeld, Gunnar Junge. Er ist von der 125er auf die 250er umgestiegen. Und da ist Dirk von Zitzewitz, der an diesem Tag erneut einen Klassensieg nach Hause bringt und damit seinen 7. Meistertitel ansteuert. Hier Kari Tiainen, der Mann, der mit der KTM jetzt erneut Weltmeisterschaftsambitionen hat. Nach einem Sturz in der Sonderprüfung verbog er sich jedoch recht schmerzhaft den Zeigefinger der linken Hand. So blieb ihm in Dahlen nur der 2. Platz hinter seinem Teamkollege Bohumil Posledný. Offroad, das erfordert ganzen Einsatz und manchmal auch ein wenig mehr. Dieser Sturz kostet Steffen Rohn wertvolle Sekunden und damit einen Platz unter den Besten. Mark Imroth mit der Nummer 422 erging es ähnlich wie Rohn und er muss später sogar aufgeben.
hier zeigt uns jemand, wie man es richtig macht. Shane Watts kann auch ein Ausrutscher nicht davon abhalten, zumindest zweitschnellster Fahrer aller Klassen dieses Tages zu werden. Was da eben noch so schnell und leicht aussah, ist in Wirklichkeit eine besondere Leistung. Hier sehen wir Fahrer, die nicht ein solch großes fahrerisches Potenzial besitzen, die nicht auf eine solche Erfahrung zurückgreifen können. Mit der falschen Wahl der Spur, mit dem falschen Gefühl für das richtige Gas geben, bleibt manche Bemühung auf halbem Wege stecken. Und das ist in diesem Fall durchaus wörtlich zu nehmen. Dass man bei solchen schwierigen Bedingungen zu Fuß durchaus so schnell sein kann wie hoch zu Ross, beweist uns hier sehr eindrucksvoll eine Dame mit Gummistiefel, die wohl auch gute Chancen beim Querfeld einrennen hätte. Der Mann mit der Moorpackung, das ist Conny Schweda, erzählt am Schluss zum Heer derer, die unter Ausfall zu Buche stehen. Yeah.
Und hier kommen schon wieder die A- und I-Lizenzfahrer in ihrer letzten Runde. Allen voran der zuerst gestartete Lubomir Wojkowka auf der Moto-TM. Wenn die Fahrer in gleichmäßigen Abständen auf die Sonderprüfung geschickt werden, kommt es doch immer wieder vor, dass die Teilnehmer aufeinander auflaufen und sich dann einen spannenden Zweikampf liefern. Das entspricht nicht der Wahrheit. Den Donnerbolzen, jetzt wieder die 125er stark, die beiden Sachsen Marco Bartel mit der Startnummer 5 und der später zweite dieser Klasse Mike Sido mit der Startnummer 12, der aber erst später ins Bild kommt. Diesen Mann muss man sich merken. Der Australier Shane Watts brilliert in der 125er Klasse und will unbedingt Weltmeister werden. Wenn man ihn fahren sieht, dann weiß man, dass er durchaus das Zeug dafür hat. Leider für das KTM-Team des deutschen Importeurs Stöckelmeier war er beim deutschen Saisonauftakt noch mit australischer Lizenz am Start, so dass er bei den ersten beiden Läufen keine Punkte für die deutsche Meisterschaft bekommen hat. Mit den 20 Punkten für seinen Klassensieg in Dahlen rückt er immerhin auf den 9. Platz und hat noch 32 Punkte Rückstand.